Also am Anfang war es ziemlich schwer reinzukommen, ein bisschen nervös auch gewesen und das hat sich zum Spiel gelegt. Das zweite Drittel haben wir ein bisschen geschlafen, das dritte Drittel war dann besser und als ich dann das Tor gemacht habe zum 3-3, da ging dann natürlich die Motivation hoch. Was hat euch denn dazu gebracht, im dritten Drittel nochmal eine Schippe draufzulegen? Also wir saßen in der Kabine, haben erstmal diskutiert, woran es liegt, warum wir so schläfrig gespielt haben und dann hat der Trainer eine Ansage gemacht, dann haben wir alle richtig gebrüllt, haben gesagt, wir lassen jetzt richtig die Sau raus und haben wir dann auch gemacht. Hat ein bisschen gedauert, bis dann das Tor endlich kam oder die zwei Tore, aber die Motivation vom Trainer und dass wir uns selber heiß gemacht haben, das hat es auf jeden Fall, das war ausschlaggebend. So, heute wieder nur zwei Punkte, was hat gefehlt zum dritten Punkt heute? Also ich fand in den ersten zwei Drittel hat auf jeden Fall der Biss gefehlt, wurde auch in der Kabine schon gesagt. Und dann haben wir im dritten nochmal Vollgas gegeben, hat man auch gemerkt. Ja, wir haben leider wieder die Oberteile gebraucht heute. Wir hätten gerne drei Punkte mitgenommen. Stunden war am Anfang wacher als wir. Haben wir ganz gut auch kombiniert. Wir sind nicht so reingekommen in die Zweikämpfe. Dann gegen Ende haben wir mehr vorne viel mehr bringen können, haben auch dann mit drei Blöcken zwischendurch agieren können. Und ja, am Ende musste wieder einer der Büchers zuschlagen. Zwei Punkte nach Hause. Was hat euch das Feuer unterm Hintern gemacht im letzten Drittel, dass ihr da nochmal aufgedreht habt? Ja, der Kapitän und der Trainer haben beide so recht deutliche Worte gefunden. Und ja, dann waren wir mehr drin. Nachdem und das erste Tor gefallen ist, dann ist bei uns auch weggekommen. Alles klar, Dankeschön.